Wir machen jetzt einmal lachen gleich eine Bestrafung, Chat. Was die Bestrafung sein wird, entscheidet aber ChatGPT. Das heißt, wenn ich verkacke, frage ich ChatGPT, wie ich mich selber bestrafen soll. Let's go! Nicht lachen, Hamid. Nicht lachen. Was ist das, Alter? Die kommen, wir ey, ich werde jetzt so einen krassen Gegner geben, Leute. Wo sind du, Freunde? Ah, Junge. Ah, ich hab mich eingeschissen. Gib mir Klopapier. Oh mein Gott, Leute. Ein eher schlechteres MacBro-Video. MacBros, wenn ihr das seht, ich schick euch Watto zu. Ich schick euch, ich will den Game Master in Watto sehen. Bro started changing his color. Was macht er? Oh mein Gott. Tomate. Er ist ehrlich zur Tomate geworden. Der Arme, er war ehrlich sehr, sehr nervös. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Entschuldigung, Sie haben 20 Euro verloren. Oh, danke. Ich danke Ihnen. Entschuldigung. Okay. Bisher haben wir uns gut geschlagen, nicht einmal gelacht. Bruder, seine Taktik ist so weird irgendwie, ne? Bruder, er braucht 8 Versuche, ehrlich, ist heavy. Das ist heavy. Okay. Die Bestrafung mache ich mit Herz. Halte für 10 Sekunden einen Eiswürfel in deiner Hand oder an deinem Hals. Ich will nicht alles leaken. Ich habe, glaube ich, keinen Eiswürfel. Ich guck mal nach. Okay, die erste Bestrafung. Für 10 Sekunden einen Eiswürfel in der Hand oder an deinem Hals. Okay, an meinem Hals. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das schmilzt. 8, 9, 10. Oh, okay, das. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell schmilzt. Aber das war ein einfaches Ding. Nächstes. Ich glaube, ich habe einen Trick gefunden, wie ihr Sachen in der Mikrowelle 10 bis 20 Mal schneller wärmer werden lässt. Ihr nehmt diese Kabel raus, ihr müsst sie genau so rum reinmachen. Okay. Dann das hier, also die Länge, genau auf 15 Minuten. Das hier auf volle Power. Wenn ihr dann zumacht. Bruder, ich habe mich erschrocken. Wo sollte das ein Witz sein? Ich habe mich erschrocken. Tom, bist du hier? Leck meine Tom. Das ist krass. Real Talk. Ich habe mir unbedingt schon gesagt, dass er etwas selbst. Ey, mein Hals brennt ehrlich ein bisschen, ne? Von dem Eis, Gänsehaut. Ich glaube, weil ich mich rasiert habe an der Stelle. 2005. Das bin ich nicht, Bruder. Hat er extra so ein Bild gemacht? Bro, das bin ich nicht, Bruder. Okay? Ich bin nicht diese Person, Mann. Warum werde ich immer markiert auf diesen Typen? Ich bin das nicht. Mann. So, die Kämpfe sind vorbei. Jetzt hauen wir uns. Ich habe jemanden in deiner Gewichtsklasse mitgenommen, extra. Was los, Luftpumpe? Okay, Bruder. Chill doch, Alter. So, die Kämpfe sind vorbei. Jetzt hauen. Luftpumpe ist krass. Er lacht verliert. In the cheese. Oh! Compilations sind gefährlich. Das hat wehgetan. Oh, der. Oh nein. Bro, damit habe ich Mitleid. Ich schwöre, wenn im Kino du dein Popcorn bestellt hast, dann ist das so ein Moment, wo man sich so sehr freut. Ne? Seid ehrlich, Chad. Get chubby cheeks. Gänsehaut. Gönn ich hier, die sahen aus, als hätten die zu viel Spaß und zu viel Geld. Wer kauft sich so viele Donuts, diese Glazed Donuts, die kosten alle einzeln 5 Dollar. Nee, gönn ich. Some water?
Really? Bro, so ein kleiner Junge. Mann, das hat mich bekommen, ist krass. Okay, was ist die nächste Bestrafung. Schicke einem Freund eine zufällige und leicht peinliche Nachricht. Wir können eine lustige Nachricht zusammen überlegen. Schreib mir die peinliche Nachricht an den Kollegen von deiner zweiten Idee. Alles klar, hier eine peinliche Nachricht. Hey, kleine Frage. Hast du zufällig heute Morgen daran gedacht, dass Enten vielleicht auch manchmal einfach Urlaub brauchen? Ich hatte heute einfach diesen Gedanken und wollte wissen, ob ich der Einzige bin. Haha, schreib mir mal, wenn du so was auch schon gedacht hast. Bro, ChatGTP lässt mich, Bruder, ich werde ein NPC in den Augen meiner Freunde. Was ist das? Soll ich das schreiben? Wen soll ich das schreiben, Chat? Bro, ah, jeder wird denken, ich bin dumm. Faro, Bruder, Faro wird gar nicht auf sein Leben klarkommen. Ich glaube, Faro wäre sogar einer, der sagen würde, ja, hab auch schon mal drüber nachgedacht. Hier der Beweis-Chat. Das ist Faro und mein Chat. Wir gucken uns gleich an, was er antwortet. Mann, damit lach nicht bei solchen Videos. Lach nicht über solche Videos, Bruder. Das ist ganz, ganz schwach. Fuck, der letzte war gut. Der letzte war gut. Scheiße, Mann! Bro, was... Strafe, erzähl drei Leuten einen richtig schlechten Witz und beobachte, ob sie lachen oder zumindest die Augen rollen. Hier ein paar mögliche Witze zur Auswahl. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Bruder, die ChatGPT macht mich zum Hund, ne? Wir gucken, wer live ist. Ich rufe die Person an. Ich rufe Sammy an. Digga, er wird mich beleidigen, Chat. Ey, ich... Ich bin live, du bist Lautsprecher. Was macht ein Pirat am Computer? Der drückt die Enter-Taste. Nein. Was sonst? Mann, Chat, er wusste es. Er wusste es, Bruder. Oh, Bruder, es ist so unangenehm. Okay, Mann, den nächsten Witz. Was ist der nächste Witz gewesen? Warum können Geister so schlecht lügen, weil man sie immer durchschaut? Ich rufe Jem an. Du bist auf laut. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie durchsichtig sind? Nein, weil man sie immer durchschaut! Warum können Bäume nicht rennen? Warum dürfen Bäume keine Apps benutzen? Digga, hä? Weil sie ständig abstürzen. Ich check den Witz nicht mal, aber genau so hat sein Witz angefangen. Was ist das denn? Was ist das denn, Digga? Genau so hat sein Witz angefangen. Was ist das für ein Zufall? Hallo? Was ist braun und sitzt im Gefängnis? Keine Ahnung, ein Affe? Yo, warte mal! Was denn? Digga, ich wollte einen Witz erzählen, Bruder. Du hast gekackt. Kann doch sein, dass er nach dem Gefängnis... Yo, oh mein Gott, Digga, was sagt der da? Tschüss. Was habt ihr gesagt? Ich wollte einen Witz erzählen, Bruder. Er macht dir direkt so eine Schiene. Ach so, was denn, Bruno, sitzt im Knast? Eine Knastanie. Hallo? Digga. Du hast nicht gehört, glaube ich. Eine Knastanie. Nein, ich hab's gehört. Ich wollte ignorieren. Ach so. Einfach, weil ich mag dich zu sehr, um jetzt aufzulegen. Ich sag's nochmal, okay? Eine Knastanie. Ah! Bro, for God, it's water. Cheer, man. Gänsehaut. Oh, falsche Ansicht. How many genders are there? I don't know. I just got here. Digga. Ah, vergessen. Aber einfach ich hab vergessen, dass wir in der Challenge sind. Sonst hätte ich nicht gelacht. Habe ich davor auch gelacht? Oh. Alles klar, hier kommen zwei lustige Bestrafungen. Okay. Bestrafung 1. Setze dich vor den Spiegel und versuche 2 Minuten lang ernst zu bleiben. Keine Mimik, kein Lächeln, nichts. Wenn du auch nur ein kleines Grinsen zeigst, musst du von vorne anfangen. Bro, 2 Minuten ist too much, bro. Let's do 1 minute. 1 Minute. Hey Siri,
Stell einen Timer auf eine Minute. Eine Minute, der Countdown läuft. Hey, warte. Das zählt nicht. Nochmal. Hey Siri. Eine Minute, der Countdown läuft. Die andere Bestrafung war, geh zu einem Freund oder Familienmitglied und sag, ich habe beschlossen, Profi-Schmetterlingsfänger zu werden und beschreibe dann mit größter Ernsthaftigkeit, wie dein Alltag als Schmetterlingsfänger aussehen würde. Bro, what the hell, ChatGPT? Johannes! Ja? Ich habe eine Sache beschlossen, ich muss dir das sagen. Du weißt doch den Traum, was ich unbedingt in meinem Leben schaffen will, ne? Ja. Was ist es? Schauspieler werden. Nein. Es hat sich geändert. Ja. Einmal um die Elefantenpreis zu haben. Der ist gut. Nein, das ist es nicht. Ich sag's dir einfach. Profi-Schmetterlingsfänger werden. Oh mein Gott, stimmt. Und weißt du, wie mein Tag dann aussehen würde? Ich würde aufstehen, erstmal kacken, dann... Also nichts anderes als sonst. Ja. Dann würde ich rausgehen und würde auf dem Weg zu meiner Arbeit SpongeBob gucken. Dann würde ich von auf der Arbeit die Schmetterlinge fangen und dann grillen und essen. Jetzt nicht vergessen, Ahmed, du darfst nicht lachen. Du darfst nicht lachen. An. Hey, wie heißt du eigentlich? Was geht da im Hintergrund eigentlich ab? Bro, du hörst im Hintergrund nur, hey Puppe! Mein Name. Ja. Mein Name ist Uwe und jetzt Uwe Mubim aus Hass. Hey, Mann, Bro! Jeder Clip, Bro! Hey, Bruder, warum sagt er das auch? Er ist nicht von da. Lass mich wissen, ob du das durchhältst. Noch eine Bestrafung, bitte. Hier kommt eine extra Bestrafung. Stell dich mitten in den Raum, nimm eine super ernste Pose ein und rezitiere das Alphabet rückwärts. Falls du dabei lachst oder dich verhaspelst, musst du noch einmal von vorne beginnen. Warum muss ich mich inmitten von Raum stellen? Okay. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, H. Fuck! Ich hab das I vergessen. Ich hab das I vergessen. Nochmal. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, A, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Bam, Dicker! Dortmund, Dicker! 44! Bring mir eine Chica, die tätowiert ist. Bro, was geht da ab? Was hat er gegessen? Was hat er gegessen, Bruder? Wenn du im Kino bist und von niemandem... Das war's. Wir haben's geschafft. Let's go, Chad! W's in the shot. Jede Bestrafung gemeistert. Wie ein Löwe. Wie ein Aslan bin im Janemannem. Haut rein. Uff.